Und damit herzlich willkommen aus Brasilien. Es regnet, nein. Alter, es hört sich halt jedes Mal gleich an, wenn ich die scheiß Begrüßung mache. So. Du sagst das ja, nicht ich. In Rennen regnet's. Nein. Echt? Doch. Ja? Sicher? Ich mich um die 20 Minuten. Oh. Fängt der erste Tropfen. Ja, Moment. Das Rennen ist erst morgen. Im Spiel. Und Quali ist nicht so lang. Nein, es geht um das Rennen tatsächlich. Ach so. Ab der 20. Minute fängt es an zu regnen im Rennen. Da wird es ja richtig interessant auf der Strecke mit bergab. Und in der 45. Minute fängt stark Regen an. Ich schwöre, ich ziehe mich alle ab einfach, weil ich einfach im Regen richtig gut bin. Das heißt, ich fahre jetzt auf jeden Fall SS-Reifen, um eine gute Zeit zu fahren. Und ich benutze keine S-Reifen nur. Ja, ich muss jetzt muss ich Gas geben. Scheiße. Ist mein Stuhl richtig? Ja, mein Stuhl ist richtig. Guck ich auch. Sitze ich gemütlich? Ja. Fuck, Regen, nein. Aber Sören, was du dich nur aufregst, du fährst doch eh nicht mit. Stimmt. Das Ding ist halt, wenn ich vorne fahre, dann fahre ich vorne. Das juckt mich nicht. Niedst du alles weg, was da kommt, ne? Also, ich niede alles weg. Also Sören, du drückst nahe keine unmöglichen Knöpfe, gell, wenn Pause ist hier zum Lernen. Sören hat sich vorhin Hex angeguckt, dass man im Regen mit wie so schnell fahren kann wie ohne Regen. Ja, da hab ich viel gedacht, so WTF. Denkst du, ich installiere mir sowas? Ja. Macht nur den Spaßfaktor, ey. Richtig. Genau das ist auch immer meine Rede. Und heutzutage ist es ja so bei vielen Online-Spielen, wenn das dann da Dings mitkriegt, dann sperren sie dich. Das bringt ja auch nichts. Ich hab vielleicht ein bisschen Dreck am Stecken, was Reifen angeht. Also Dreck am Reifen. Ah, da hat ein Reifenheck an, Sören. Hast du gehört? Hab ich verraten. Ja, siehst du? Ich und Reifenheck, nein, ich fahre einfach zu gut. Wow, ich dreh mich, glaube ich, hier fast weg, ey. Ja gut. Einführungsrunde, ich kann nicht fahren, wenn Leute hinter mir fahren. Aber wisst ihr, dass die Sonne jetzt anders blendet? Ja. Man sieht teilweise die Ideallinie nicht. Die Sonne steht jetzt anders. Jetzt ist ja auch realistische Zeit. Er war vorhin tatsächlich, wäre im Rennen auch gewesen vorhin. Ja, aber nicht im dort Zeitfahren, also wo wir geübt haben. Nee. Hätten wir das Rennen im Training jetzt gerade gemacht, dann hätten wir es nicht. Hätten wir auch dieselbe Sonne gehabt jetzt. Ja, das habe ich egal. Nicht angemacht. Realistisch. Damit müssen wir klarkommen, ist ganz einfach. Ja. Damit müssen alle klarkommen. Ich würde gerne so eine Visieransicht, Alter, so im Helm, weißt du? Das ist die bislang schnellste Runde. Oh nein, in der Kurve sehe ich die Ideallinie teilweise nicht. Ey, ich habe eine 12,4, so schnell war ich schon vorhin nicht. Max Sprit macht viel aus. So. Vorhin hat man doch 13 oder sowas, oder? Ja. Nein, der Eriksen kommt gerade raus. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 12. Oh, wie viel Pech kann man denn haben auf einer schnellen, dass einer rauskommt? Mhm. Oh, Sören, bist du noch Zweiter? Mhm. Ich bin mir jetzt gerade schon viel Dreck an. Nee. Schüchchen gemacht, ne? In Anbetracht dessen, dass wir nahe sowieso Regenreifen fahren müssen.
Könnte man eigentlich die roten jetzt nochmal fahren? Weil die werden wir eh nicht lange drauf haben im Rennen. Ja. Naja, mal gucken. Obwohl, mit dem müssen wir ja starten. Ich warte mal. Sören, an deiner Stelle würde ich auch warten, was sich jetzt tut. Selbst wenn wir jetzt Vierter, Fünfter sind am Schluss, ist auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Ich habe die beste dritte Sektorzeit, Sören die beste zweite und Leon die beste erste. Ja, ich fahre jetzt aber nochmal eine Runde auf Mager, um dann nochmal Speed zu machen, weil ich mich in der ersten Kurve verbremst habe. Ich will nämlich auf P1. Nix ist. Was nix ist? Das regnet in einer Minute. Bin ich trotzdem noch schneller als du. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1. Als du schon, als Sören wird schwierig. Ich bin nur eine schnelle Runde gefahren, ihr zwei. Ich bin gerade, die erste Runde bin ich noch langsam gefahren, weil vor mir Leute waren. Ja, weil, also ich habe eine gezeitete Runde, ihr habt beide zwei schon stehen hier. Ja, weil vor mir Leute waren, ich bin langsam gefahren die Runde. Also langsam, angemessenes Tempo halt. Ich bin jetzt wieder drin. Wo sind denn die Ferrari? Die sind noch gar nicht gefahren, oder was? Hamilton ist noch nicht gefahren. Vettel nicht. Ach doch, Raikön ist schon. Raikön ist aber nur Fünfter. Bottas Vierter. Raikön Fünfter. Prost Jeans. Grosjean. Nach 5 Minuten. Ich fahre nicht nochmal. Scheiß drauf. Jungs, ich fahr schon mal mit raus. Oh Mann, Leon, noch mal einen zu hier. Jungs, was haltet ihr jetzt Wetz rausfahren? Auf Wetz. Man könnte sein Setup jetzt noch mal verstellen, auf 3 oder so. Ey, Parkfirmenregel, kannst nicht Setup verstellen. Ja doch, wenn ich noch eine Runde fahre und schneller bin? Nein, kannst du nicht. Doch gesagt, jetzt. Ich werde noch mal schneller. Aber knapp. 0,08. Ist mir egal, ist erster Platz. Platz. Ist mir egal, erster Platz, das reicht. Das muss jetzt ein Doppelsieg werden. Wäre geil. Mir auch egal, ob du erster oder ich erster. Hauptsache, wir töten uns nicht gegenseitig. Sind 7 Punkte. Das ist wirklich egal. Ja, da töten dürfen wir uns auf alle Fälle nicht. Egal, ob wir jetzt noch fighten bis zum Schluss. Ja, weil das wäre das Blödste. In der Konstrukteurenliste wird das halt richtig gut kommen, wenn wir einen Doppelsieg hinlegen. Apropos. Ja, bei mir ist es ja gar nicht mehr. Ne? Da kann ich auch nichts mehr sagen. Ocon ist 8er, komm. So schlecht ist er gar nicht. Ja, aber die konnten es. Immerhin. Die ganzen Punkte waren ja weg. Immerhin. Besser wieder. Ach ne, der Vettel ist ein Platz vor Ocon, gell? So, also, ist so schlecht ist er gar nicht. Egal. Ist egal. Dein Team, draufrechnen. Fertig. Dein Teamkollege ist besser wie ein Red Bull. Ich fahre in die Box. Ach guck, aber deine schnellste Zeit, Leon, da hast du die erste Sektorzeit an mich verloren. Da warst du vorhin noch schneller, also du könntest sogar noch schneller fahren. Ich könnte auch noch, ich habe mich verbremst in der ersten Kurve. Tue ich relativ oft leider. Ja, ich auch. Dafür habe ich halt die anderen zwei Sektoren. Die muss man genau treffen, das siehst du dann schon an der ersten Sektorzeit, ob du da verkackt hast oder nicht. Ja. So, noch 2,5 Minuten. Den gucken wir nochmal zu hier. Wer hat immer noch nicht auf Klo. Dann geht doch jetzt noch. Nein, ich wusste nicht. Junge, geh! Ja, jetzt. Nee. Doch. Seht das als Vorteil, wenn ich in der nicht während des Rennens muss. Sind sie alle in der Garage? Ja, deswegen sollte auch pünktlich, wenn Qualifying Ende ist, raus. Fertig. Wenn jetzt nicht mal einer rausfährt. Ja, ich will ja wohl hoffen, dass keiner von uns rausfährt. Nee, von uns nicht. Ich fahr raus. Die Bots sind egal. Die werden dann einfach geskriptet.
Session-Info. Nämlich wunder. Ach doch, hier fährt noch einer. Zwei. Aus Sainz. Jetzt fahren die unten alle nochmal. Alonso, Magnussen, die fahren alle nochmal. Ich habe nur den zweiten Sektor, ist meiner. Ja, doch gerade gesagt. Aber da habe ich so viel Zeit auf dich aufgeholt. Ja, dafür habe ich aber im letzten Sektor 0,22 schneller. Ja, nur 0,2. Ich habe also 0,8 schneller als du. Alles ja, klar. Ich wie gesagt, so ganz perfekt war die nicht. Aber ich habe eine schnelle Runde und das hat mir gereicht jetzt. Ja, dafür warst du gut genug. Ey, wie geil wäre so ein Triple-Podium von uns dreien jetzt. Das wäre cool, ja. Das wäre echt mal geil. Meinetwegen auch in der Reihenfolge, wie sie gerade ist. Ey, die fahren alle nochmal. Erstmal abwarten. Ja, da kann mich Leo nicht mehr aufhören. Uns holt keiner. Na, wie war es? 25, 18, 12, gell? Glaube ich, Punkte. Was? Erster, zweiter, dritter. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das war so. Ich glaube 20 und dann... Nee, 5... Ich glaube 25, der erste. Boah, ich hoffe, es regnet. Ja, 25 am Anfang? Dann 18. Nee. Warte mal, doch, warte mal. So ein Punktunterschied kann man da... Kann doch, das haben sie doch verändert vor Jahren. Warte mal. Punkte, Vergabe... F1. Formel 1. Aber nur der Hamilton hat von den Bots wie wir so eine 1-12. PC halt's Maul. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 12,4. Also, der erste kriegt 25, der zweite 18, der dritte kriegt 15 und der vierte kriegt 12. Und der fünfte kriegt 10. Das ist aber so ein Riesensprung zwischen naja, 6. Naja, das sollte ja früher hat der Sieger 10 bekommen und der zweite 8. Und da haben sie gesagt, das muss aber mehr belohnt werden, wenn der erste bis. Deshalb haben sie die Abstände so vergrößert. Ja. Und früher gab es ja nur bis zum 6. Platz Punkt und jetzt bis zum 10. Ja, habe ich doch gesagt, dass sich da nichts mehr ändert. Jungs, hoffentlich... Doch, nicht. Der Vettel ist weiter vor. Ja. Egal. Ocon ist auf Dings gerutscht, auf 10. Der Raikön ist 7. Genau. Okay. Können wir weiter? Ich habe schon weiter gedrückt. Okay, dann drück ich auch weiter. Alles wartet auf dich. Ja, sonst warte ich auf euch. Also, pst. Ich warte jedes Mal. Also, bei mir lädt's. Jungs, ich bin drinne. Und ihr? Daran, ich auch. Ich habe die Sequenz gerade nicht gekriegt. Rennstartstrategie. Rot, rot, gelb. Aber es soll nach einem Drittel regnen. Ja, ich bin drinne, Jungs. Endlich mal. So, warte mal. Wenn es jetzt eh regnen soll, dann muss ich auch nicht mehr Sprit mitnehmen, weil ich eh Marker fahre. Oder Standard. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Weil du kannst eh nicht mit Fett fahren, weil dann rutschst du nur noch. Ja, ich nehme auch weniger Benzin mit als so halt. Ich mache da jetzt komplettes Risiko daraus. Kann jetzt sein natürlich, dass ich richtig Arschkarte habe, ja. Was nicht gut wird. Wie viele Runden haben wir? 36. Okay. Ja, so wie vorhin ungefähr. Oder genau dasselbe sogar. Ja, ganz klar dasselbe. Das ist ja ist in etwa dieselbe Zeit, dieselbe Entfernung. Nur dass ich finde, Joran, das Risiko angefangen, sechs, angenehmer ja, zu fahren. Ich bin da. Ich hätte ja sein können, du fliegst wieder raus. Wir müssen uns das Getriebe ansehen, also schalte ihn jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen. Wenn also man so eine Art aus dem Start rauskommt, so, Leon. Auch gleich auf. Ja. Aber Sören fährt mir ja hoffentlich nicht ins Heck. Doch, definitiv. Also wenn ich in der ersten Zeit so viel Abstand, wenn wir zu dritt so viel Abstand aufbauen könnten, wäre geil. Ja, die fahren doch jetzt nicht. Die fahren doch jetzt nicht schnell. Ey, wir sollten ein bisschen langsamer fahren, Jungs. Sonst stehen wir zu lange und die Reifen kühlen wieder ab. Der erste gibt einen Ton an. Fahr mal bitte 20 km/h. Danke. Ey, pass auf nicht, dass wir hier disqualifiziert werden, wenn wir auf der Strecke stehen. Ja, klar. Fahr nicht so nah ran. Und denk dran, immer mal die Bremsen prüfen. Mal hart bremsen, sagen sie immer. Aufwärmen. Hast du gesehen, da bin ich ein bisschen weit nach außen gekommen, ne?
Die KI vom Sören überholt mich jetzt im Automatikmodus. Hier ist was los. Ja, geil. Geil. Ey, wir starten ja hier bergauf, sehe ich gerade. Ja, und wir müssen aufpassen, erste Kurve, ne? Ja, also wir müssen uns auf jeden Fall Platz lassen. Ja. Und ich versuche nicht innen zu treffen. Wir müssen also, auch aufpassen mit dem Dings, mit dem Helmet. Also nur wenn ich wesentlich besser starte, Leon, dann schreie ich, wenn ich innen reinstechen kann. Wenn nicht, bleibe ich hinter dir. Ja, klar, dann bleibe ich hinter. Sören denkt sich gerade so, Alter, intime Gespräche. Ja, Sören kann aber mithören. Ja, das ist das Gute dabei. Oh mein Gott, kam hier der Start früh. Achtung, ich bin inne. Wow. Ja, ich hab jetzt gerade einen Platz verloren, lieber. Echt? Ja gut, aber Hauptsache du drehst dich nicht. Ich hab die Tür geschlossen wegen dem Hamilton, ne? Der wollte schon hinterher. Jo, bin wieder. Wetterbericht. Was sagt er? In 10 bis 15 Minuten. Okay. Das heißt ca. 8 bis 10 Runden. Fahr vorbei, wenn du kannst. Ich bin zu weit rausgekommen. Ich war zu weit weg. Okay. Ich bin zu weit rausgekommen. Die Reifen sind noch nicht richtig warm. Meine sind warm wie sonst, was? Ich rutsch kein bisschen. Ich habe halt einen richtig schlechten Start. Nee, ich habe auch ein bisschen spät gebremst, muss ich zugeben. Denkt an die Kurve, dass er nicht euch dreht. Das ist der meiste Verlust. Ja. Sören ist auch auf 3. Ja, ich seh's. Wir setzen unsere. Voll den Abstand zu den. Genau. Mods. Also nicht versauen, Leute. Also, und wir sollten uns vor allen Dingen nicht abschießen. Immer schön kommunizieren. Ja. Wenn sich einer ein bisschen verhanzt und einer ist dran, dann lieber vorbeilassen. Ja, ja, klar. Ich meine, klar will ich Sören nicht einfach so den zweiten geben. Aber wenn du wirklich merkst, du hast eine Kurve verbockt, dann halt. Ja, sowieso. Ich fahre jetzt auch, muss ich schon mager fahren. Ich habe nämlich für 2 Runden weniger Sprit mit. Dann mach bitte nicht den Kuat oder den Alonso und knall dem anderen hinten rein aus Frust. Ich? Wie es mir vorhin passiert ist, meine ich. Nein. Ich habe ja auch die besten Reifen jetzt von uns, gell? Ich bin nur eine Runde gefahren. Ja, du hast die besten Reifen von uns. Das merkt man, oder? Du fährst weg. Ja, ja. Merk's grad. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Oh. Ich bin zu weit rausgekommen. 1,14,7. Ist nicht schlecht. So eine Rennrunde, ja. Oh Gott. Ich dachte, ich habe mich verbrennt. Ich bin aber auch fett gefahren, gebe ich zu. Vom Start. Zumindest ein Start schon. Damit ich genau das erreiche, was ich erreicht habe. Die erste Runde bin ich auch komplett fett gefahren. Ach so, na dann war es ja sogar gut. Fett. Auch ein bisschen fett immer mal. Wie gesagt, du musst ja... Nur auf den Geraden. Du musst ja auch immer bedenken, es soll ja regnen, gell? Dann bringt der Überschuss dann ja auch nichts. Ja, ja, klar. Ich meine, ich hab für minus 2 Runden drinne. Der hat mir gerade nochmal gesagt, 10 bis 15 Minuten Regen. Na, wie ist das dann auch dann so? Und nicht irgendwie anders. Dass es nicht irgendwie jetzt schon anfängt zu regnen. Ja. Ja, also wir müssen eigentlich nur bis zum Regen mit den roten Reifen kommen, egal was passiert. Ja. Dann sag ich mal, ist ja alles noch okay. Auf meinen Reifen. Ja, ich hab knapp über 20. Das ist halt der Unterschied zwischen den 3 Runden, die ihr mehr habt. Ich hab 22 drauf. Lol. Da fährt schon wieder Reifen. Aber der ist früher als ich rein, der Sören. Ich bin in die zweite Runde rein. Ja, und ich bin 4 Runden draußen gewesen.
Ne, insgesamt bin ich 3 Runden reingefahren. Ne, ich stand 4 da beim Zeitdings. Ihr beide habt 4 gehabt, ich eine, gezeitete. Ne, ich bin eine Runde nach Surin rein. Dann bist du ja 5 eigentlich gefahren. Ich hab 3 oder 4 gezeitete Runden gefahren. So, na gut. Du weißt ja nicht, wie der das immer zählt hier wahrscheinlich. Ja, ja. Keine Ahnung. Aber eine Runde mehr bin ich auf Surin auf jeden Fall gefahren. Sven, wir müssen uns vor allem absprechen, was Regen angeht. Wegen Boxenstopp vor allen Dingen. Ja, ja. Also der die schlechteren Reifen hat dann, das wirst wohl du sein. Vermute ich jetzt mal, du musst wahrscheinlich eher rein. Also eine Runde eher. Problem ist bloß, wenn es mit EMA anfängt mit Regnen. Ja, ja, ich will halt erst rein, wenn sie eine alternative Strategie vorschlagen. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 3,1 Sekunden. Eigentlich, ne? Boah, zu viel Geschwindigkeit gerade gehabt, ey. Zum Glück bin ich nicht länger drauf gebrettert. Ich habe 3 Sekunden Abstand zu euch. Ja, ja. Sören hat ja auch jedes Mal DRS, sehe ich das richtig? Yep. Ich komme an Sven auch nicht ran, weil meine Reifen abbauen. Ja, meine bauen nur ab, aber... Ich habe halt 40% auf dem ersten Reifen. Echt? Ja, ja. Jetzt schon? Ja. Junge, ich bin grob gerechnet in der 5., 6. Runde. Er schlägt mir gerade eine alternative Strategie vor. Ja, aber bestimmt noch trocken Setup. Ja, moin. Ja, tschüss Leon. Ja. Also ich habe jetzt gerade hinten rechts 32%, die anderen sind noch unter 30. Da habe ich 42. Da habe ich 38. 28, Entschuldigung. Sören hackt. Nein, ich war reifen. Sören hat mich auch überholt. Wetterbericht. Und? Regen steht unmittelbar bevor. Ja, das passt ja jetzt nicht an die Box. Ich wollte es gerade sagen, warten, bis der Regen anfängt. Bis die Strategie kommt oder bis die KI Intermediates. Jetzt hat er mir gerade gesagt, dass es gleich anfängt zu regnen. Ja, ich warte wie gesagt auf die Alternative. Ich habe zwar jetzt Leute hinter mir, aber egal. Und später soll noch stärker Regen kommen, gell? Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass das für uns gilt, also dass wir auf Reds müssen. Ja, es ist... Genau, das müssen wir dann entscheiden. Weil das soll so in etwa anfangen, wenn eigentlich für uns Rennen vorbei ist, normalerweise. Aber weil wir auf Regen fahren, sind wir langsamer. Also könnte schon sein, dass wir starken Regen haben. Oh, ich bin rausgekommen. Shit. Fast gedreht. Bin noch weit genug weg, keine Sorge. Ihr fahrt auch von mir weg jetzt. Jetzt bin ich aber an Sven dran, ey. Naja, ich bin ja auf dem Grün gewesen. Ich habe ja Dreck dran. Aha, auch Dreck am Stecken. Ich fahr was vorsichtshalber links. Ich steck zurück. Boah, jetzt fangen sie aber wirklich an zu rutschen hier. Bei mir, da schlägt nichts vor, ey. Ja, weil dir sagt er auch noch nichts. Wetterbericht. Dann fahren wir auch noch weiter, würde ich sagen. Wie dafür fehlen euch Daten? Guckt raus! Wetterbericht. Für diese Information fehlen uns der Sender. Ja, es fehlen die Daten. Wetterbericht. Guckt doch aus dem Fenster oder ruft bei Radio Hamburg an. Nee, bei Radio Sao Paulo. Ist mir doch egal, wo sie anrufen. Hauptsache, die kriegen das Wetter. Bei mir sagen die auch keine Daten. Ja, bei dir sehen die auch. Guck mal. Meinst du, in Indien gibt es Regen oft? Wieso in Indien? Ja, Force India. Ach so. Oha. Ist doch ein indisches Team, oder nicht? Also, würde ich jetzt schätzen, oder? Ja. Ich sehe die ersten Tropfen. Ja, ich auch. Erste Tropfen ist gut. Bei mir regnet es schon. Ja, ich hab jetzt die ersten Tropfen auf der Scheibe. Für den Moment haben wir die richtigen Reifen, alles klar. Jeff, meine Reifen sind über 50%. Langsam würde ich gerne auf Intermediates wechseln. Ja. Die Streckenbedingungen werden nicht besser. Strategie wechseln. Nächsten Boxenstopp auf Regenreifen wechseln möchtest. Wow. Ich dachte, jetzt bringt das irgendwas. Nein.
Nein, bringt's nicht. Er hat aber jetzt schon gesagt, ob wir auf Regenreifen wechseln wollen. Hat er mich gefragt. Mich hat er noch gar nichts gefragt. Hat er dir eine alternative Strategie angeboten? Nee, noch nicht. Okay. Mir auch noch nicht. Aber ich hab schon auf I stehen, vorsichtshalber, falls sie nichts sagen. Die werden was sagen. Oh, ich rutsche so krass. Leon, wenn du hinten mitkriegst, ob die ranfahren, sagst du Bescheid. Ja. Falls wir das nicht sehen hier vorne. Ich sehe es auch nicht. Da haben welche super viel Abstand, ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt Tropfen auf meinem Visier. Habe ich auch. Also auf meiner Kamera besser, oder? Also ich habe es auf dem Visier. Ey, wir müssen jetzt vorsichtiger fahren, Sören. Nicht mehr so. Ich fahre noch eine Runde. Ja, ich auch. Müssen wir alle. Bis er mir sagt, hier, komm mal rein da. Sven, sonst fährst du eine Runde vor mir rein. Ist nicht das Ding. Warte mal, ich guck mal nach dem... Ich hab 45 hinten. Prozent. Stark Regen in etwa 15 Minuten, ja. Schickt uns mal rein. Ja, mein Boxenstopp, mein reguläres ist jetzt offen, ne? Das Ding ist, ich darf jetzt noch nicht reinfahren. Weil dann fahre ich zweimal direkt hintereinander in die Box. Das ist Schwachsinn. Ich steck zurück. Ich wollte gerade sagen, das war auch schon ein roter Pfeil, ey. Ja, ich bin lieber vorsichtig. Ja, wir dürfen uns jetzt nur nicht abschießen, das wäre Quatsch jetzt, wenn wir so weit vorne wegfahren. Deswegen. Wie gesagt, es wäre noch wahrscheinlich genug Situationen hart kommen, wo sich die Positionen vielleicht noch öfters wechseln. Aber das DR ist das auch noch an, ne? Naja, ja. Eben drum, deshalb fahre ich auch noch. Die Situation aber es, ist nicht perfekt, aber ich glaube, es rutscht. Es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Sven, deine Reifen vielleicht. Nee. Er sagt mir zwar noch nicht auf andere Reifen wechseln, aber ich bin gerutscht. Ja, das tue ich schon die ganze Zeit. Meine Klare kann das auch an meinen 61% Reifen liegen. Der Warnungsstrecken mit ganz überschritten, ja, ich weiß. Ja gut. Das verträgt sich nicht gut. Hohe prozentige Reifen. Willst du doch lieber schon reinfahren, Leon? Nein, das ist noch zu früh. Jetzt kommt er mit alternative Strategie. Jetzt kommt wow. Strategie. Ja, genau. Genau bei der Start- und Ziellinie kam das. Ja, der sagt. Jetzt rutsch ich in einer Tour, ey. Bestätigt. Ist angekommen. Teamkollege in der Boxengasse, ja. Was? Wow, der Hamilton gibt mir einen mit. Der hat mich überholt und hat mir einen mitgegeben. Was? Sören, jetzt müssen wir uns noch rumretten hier. Ja. Ich hab den Bottas hinter mir. Total beschissen. Die kommen immer näher, ey. Ich kann kaum noch fahren. Die kommen immer näher. Wie machen die denn das? Ich weiß auch nicht, warum der Hamilton mir so wegzieht gerade. Der ist deaktiviert. Das ist immer ein Zeichen dafür. Jetzt ist spätestens jetzt. Fährst du jetzt an die Box, Sven? Ja. Deaktiviert. Rette dich doch mal weg, ey. Okay, dann fahr ich noch eine Runde länger. Ich traue mir das nicht zu hier, muss ich ehrlich sagen. Ja, klar, Standorder ist. Aber das Problem ist, ich bin jetzt auch vor dir. Ich meine, wenn du jetzt reinfährst, dann musst du warten. Das hilft alles nicht. Ich fahre noch eine Runde länger, ist nicht das Problem. Noch rutsche ich nicht so. Oh, jetzt leckt's plötzlich. Ja. Bei mir stand gerade das Bild kurz. Fahr rein, alles gut. Boxenstopp. Okay, ah! Ich bin rausgekommen. Das hatte ich vorhin auch schon. Hat der Hamilton mich überholt, aber er schlingert auch. Ja, ich bin drin. Klar, Verwarnung bekommen. Ich bin drinne, gut. Der Hamilton fährt am Hoch an. Ja, deine Rennen raus, ich bin fertig. Eieieiei. Okay, jetzt auf Margaret. Kann diese alternative Strategie nicht 100 Meter vor der Boxengasse kommen? Ich habe ein Problem. Ich habe mich in der ersten Kurve gedreht. Und Scheiße. Ich muss meinen Frontflügel auf jeden Fall auf Ja wechseln machen. Okay, ist noch gelb oder was? Rot ist der. Na dann hätte er es auch bei Automatik gewechselt. Ja, ist egal. Sören ist trotz Boxenstopp vor mir raus. Ich bin jetzt Fünfter hinter Hamilton. Also ich habe den Platz von Hamilton nicht verteilt, nicht überholen. Nee. Irgendjemand ist weitergefahren außer Leon. Oder? Ja, wenn der Bottas. Achso, klar, der Hamilton ist ja rein, also ist der Bottas weitergefahren. Ja, aber ich bin super langsam. Ich komme Bottas näher auf Mager.
Ja, ja, der hat ja rote Reifen. Ja, genau. Wenn du wüsstest, wie langsam ich hier gerade bin, weil ich rutsche wie sonst was. Ich hab den Leon gerade vor mir. Okay, ich bremse den Hamilton halt nicht aus. Wo willst du vorbei? Hier? Okay, ja, rechts. 10 Minuten dann Starkregen. Ich musste Verstappen leider mit hinterher vorbeilassen. Hamilton hat einen beschädigten Frontflügel, haben sie mir gerade gesagt. Der ist mir hinten drauf gefahren. Nee, das könnte ich sein. Ach so. Dass das noch von mir ist. Ja, Bottas fährt jetzt. Ja, ja, klar. Wäre schwachsinnig, wenn er es nicht tut. Ey, wie fährt denn der Hamilton hier bei Nass? Der Vettel hat mir noch einen mitgegeben. Ja, ich... Jeff, das bin ich mir auch nicht. Ich hab 70% hinten drauf. Wow, ich werde jetzt von hinten vorfahren müssen. Alter, geht mir das auf die Eier. Hinter mir klebt der Verstappen, ey. Ja, ich werde letzter sein. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,8 Sekunden. Oh, ist das schade. So gut qualifiziert und dann so ein Bullshit. Oh Gott. Also ging's mir vorhin. Ey, die fahren besser im Regen wie ich. Scheiße. Sören wird das Ding reißen jetzt. Ja, weil Sören kann gut im Regen fahren. Ich habe immer Angst, wenn ich zu viel Gas gebe, dass ich mich drehe. Ein Mann kommt so auf diese Regen. Auf Grünreifen. Vor allem noch hat sich diese halbwegs trockene Spur noch nicht so krass gebildet. Ja. Ja, weil es regnet richtig. Ja, trotzdem bildet sich die. Ich hätte doch die eine Runde schon früher reingehen sollen. Ach ja, ich bin nicht als letzter raus, ne? Der Eriksen ist noch hinter mir. Ich hätte doch direkt mit Sven reinfahren sollen und lieber warten sollen. Das hätte weniger Zeit gekostet. Wahrscheinlich, ja. Bei normalen Boxenstops nicht, bei Regen kostet das weniger Zeit. Okay, merken wir uns fürs nächste Mal. Ich habe jetzt 3 Leute im Nacken, ey. Ja, Sven, GG für die schnellste Runde, ne? Stimmt. Wird bestimmt nicht nochmal so trocken werden, dass man mal schneller fahren kann. Nein, auf gar keinen Fall. Ich fahre jetzt nur 1,12er, was? Dann fährst du nächstes Jahr Haas. Ich bin beim ersten Sektor schon 3 Sekunden langsamer. Das Ding ist halt, so schlecht wie ich im Regen fahre, ich darf kein Haas kriegen. Ich fahre aber auch im Regen schlecht. Guck mal, wie der Hamilton und der Sören uns wegfahren. Guck mal, wie der Sören wegzieht. Und der will einen Mercedes haben. Kann er vergessen. Ja, aber ihr zieht weg auf der im Trockenen. Nee, ist nicht gesagt. Du hast ja schon auf Trockenen gewonnen. Ja, bei den leichten Strecken. Die für mich extrem leicht waren.